Zweiter Akt, erste Szene. Geben und Nehmen. Ich möchte dich auch hier erstmal auf eine kleine Reise in die Vergangenheit mitnehmen, denn es ist ungemein wichtig, dass wenn du die Gegenwart verstehen möchtest, du die Vergangenheit kennen musst. Noch vor Urzeiten hast du Ackerbau und Viehzucht betrieben, doch den Ertrag daraus wie Gemüse, Käse, Früchte oder Kräuter hast du weggegeben, ohne so etwas wie Geld zu nehmen. Es hätte auch niemand Handel genannt, da nach unserem heutigen Verständnis immer eine Seite einen Vorteil daraus geknüpft hätte. Du warst vielleicht gut in der Tomaten- und Zwiebelzucht, ein anderer war gut im Suchen und Finden von Kräutern und Pilzen, und jeder hat das, was er nicht brauchte, weitergegeben. Doch nicht jeder verstand sich gut mit dem anderen oder man brauchte nicht immer das, was der andere gerade weggeben konnte. So entstand der Tausch mit variablen Werten. Du bekommst nur ein Kalb von mir, wenn ich von dir mindestens 5 Hühner bekomme, oder ein Korb voller Äpfel wären jetzt schön, dafür erhältst du von mir einen Schleifstein. Doch nicht jeder hatte, wie gesagt, das gerade auf Lager und du handeltest mit Dingen, die einen festen Wert in der Gesellschaft hatten, in der du geboren wurdest, wie Muscheln, Perlen, getrocknete Pilze oder Tierfelle. Doch auch diese Dinge waren entweder nicht ewig haltbar, zu schwer und unhandlich, oder wurden 3 Dörfer weiter schon gar nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiert. Es entstand der Handel mit Metallen wie Kupfer oder Eisen, hier noch schön zu sehen in der Form eines Tierfelles. Und auch hier konntest du bei größeren Käufen nicht mehr mit Unmengen an Metallplatten herumlaufen. Zudem musstest du immer eine Waage bei jedem Handel vorrätig haben oder es schliffen findige Betrüger die Seiten der Platten ab und gossen die Späne zu neuen Platten. Die Geburtsstunde der Edelmetalle wie Gold, Silber oder Bronze brach heran, als diese nicht mehr nur allein den Königen und Göttern dieser Welt zustanden. Goldschmiede prägten Münzen mit einem exakten Gewicht und verliehen diese gegen Zins an dich. In den Anfangszeiten von Gold- und Silbermünzen musstest du noch eine Gebühr dafür bezahlen, wenn du diese im Tresor des Goldschmiedes verwahren wolltest. Der Schmied stellte Zettel aus, auf dem genau drauf stand, was, von wie viel und von wem in seinem Tresor gelagert war. Du ranntest nur noch mit Schuldzetteln herum und handeltest damit, weil diese leicht, nicht verderblich und jederzeit in Gold und Silber einzutauschen waren. Dem Schmied fiel aber auf, dass kaum jemand kam, um seine Münzen rauszulösen, da es viel bequemer war, mit einem Schuldschein die Händler auf den Märkten zu bezahlen, als mit schweren Münzen. Nur einer von 10 Händlern und Käufern kam zum Schmieden, um sich das Gold und Silber abzuholen. Somit kam der pfiffige Goldschmied auf die Idee, mehr Schuldscheine gegen Zinsen zu verleihen, als er in Gold und Silber in seinem Tresor hatte. Und ich wiederhole das nochmal, weil das sehr wichtig ist. Die Zinsen dafür wurden niemals mitgeschöpft. Zweiter Akt, zweite Szene. Zentralbanken erschaffen Geld. 1907 verbreitete JP Morgan Gerüchte, dass eine große New Yorker Bank pleite sei. Es kam zu einem Bankrun, bei dem die Bürger New Yorks zu ihren Hausbanken liefen und all ihr Geld von den Konten abhoben. Bei diesem Geschehen gingen hunderte Banken pleite und im amerikanischen Kongress rief man einen Krisenrat zusammen, der Männer bemächtigte, 2 Jahre lang durch England und Deutschland zu reisen, um Lösungsvorschläge zu suchen, damit so etwas nie wieder passiert. 1910 trafen sich einflussreiche Großbanker auf Jekyll Island heimlich zusammen und unterzeichneten einen Gesetzesentwurf, der 1913 unter Präsident Woodrow Wilson im Kongress abgenickt und als Federal Reserve Act in die Geschichte eingehen sollte. Aus diesem Vertrag ging hervor, dass der Kongress den Board of Directors, also die Geschäftsführer, bestimmen darf. Die Zinshöhe und Geldmenge bestimmt jedoch die Fed ganz allein. Wir würden so etwas Körperschaft öffentlichen Rechtes nennen. Diese Institution darf als alleinige Bank in Amerika Geld drucken und sie gegen Zinsen an Geschäftsbanken und den Staat verleihen. Die Gewinne daraus gehen zu 94% zurück an den Staat und die restlichen 6% bekommen die Anteilseigner in Form einer Dividende. Der Staat, in diesem Fall die VSA, gibt momentan Staatsanleihen raus, die Fed dann ankauft. Das QE,
Quantitative Easing begann mit 85 Milliarden US-Dollar pro Monat und wurde jetzt stufenweise heruntergefahren. Auch in Europa werden die Stimmen immer lauter, dass die EZB, allen voran Mario Draghi, der Präsident der EZB, Staatsanleihen kaufen soll, um die Geldmenge künstlich auszuweiten. Staatsanleihen sind Wertpapiere, ausgegeben von der Bundesregierung, bei denen dir der Staat eine Gewinnbeteiligung in Form einer Dividende auszahlt. Es sollen sogar Euro-Bonds, also Euro-Anleihen, auf den Markt geschmissen werden. Somit würde die EZB zur Bad Bank verkommen, da die Staaten allesamt pleite sind und auch toxischer Müll, also Wertpapiere, die eigentlich Schuldpapiere sind, bei denen schon längst feststeht, dass der Schuldner niemals die Schulden zurückzahlen kann, von der EZB gekauft werden müssen, nur um das künstliche System aufrechtzuerhalten, das schon lange tot ist. Fassen wir nochmal zusammen. Die Fed ist eine zum Großteil private Institution, die als alleiniges Machtorgan Geld drucken darf, um dieses gegen Zinsen zu verleihen. Und auch hier ganz wichtig zu verstehen, die Zinsen werden nicht mitgeschöpft. In Europa macht das die EZB. Zweiter Akt, dritte Szene. Die Geldschöpfung heute. Der Wiener Wirtschaftsprofessor Franz Hörmann prognostiziert den totalen Crash unseres Finanzsystems für das Jahr 2013, sagt er, und er fordert die Abschaffung des Geldes. Geld ist kein positives Vermögen. Geld entsteht heute in einem Buchungssatz jeder privaten Geschäftsbank durch eine sogenannte Bilanzverlängerung. Das heißt, ein privater Mensch oder ein Unternehmer, der sich bei einer Bank oder kleinen Sparkasse Geld ausleiht, der bekommt nie das Geld eines Sparers, sondern das Geld hat vorher noch gar nicht existiert. Es ist ein Buchungssatz. Forderung an Verbindlichkeit. Und zwar beide Male an denselben Menschen, den Kreditnehmer. Und das ist, und ich bin ja Rechnungswesenprofessor, ziemlich pervers. Das muss man so sagen. Ne? Denn die Bank hat eine Forderung, die sich verzinsen lässt und gesteht bilanzrechtlich gleichzeitig ein, dass sie noch nicht geliefert hat. Denn eine Verbindlichkeit heißt, ich bin das, was ich eigentlich liefern wollte, nach wie vor schuldig. Und eine Forderung mit einer eigenen Schuld zu begründen, ist zumindest nicht sehr schlüssig. Es ist ganz einfach. Man erzählt uns ja immer, Geld wäre ein Tauschmittel, noch das so ein universelles. Wenn ich jetzt zwei Dinge habe, ich habe zum Beispiel, habe es jetzt nicht hier, doch, ich habe es hier. Ich habe eine Brille und ein Glas Wasser. Und zwei Menschen tauschen das, dann tauschen sie. Und ich frage, wo ist das Mittel? Ja, beim Tausch brauchen wir es nicht. Wenn sich aber zwei Menschen einigen, dass sie mit einem Apfel zwei Birnen bezahlen wollen, dass der Wert von einem Apfel dem von zwei Birnen entspricht, dann tauschen sie wieder einen Apfel gegen zwei Birnen. Sie haben dann aber ein Wertverhältnis, also einen Preis realisiert. Sie haben in Wirklichkeit gekauft und wieder kein Geld gehabt. Das heißt, schon unser heutiges Geld ist eine Zahl im Computer, daher wertlos, Fiat-Geld, Geld aus Luft. Es ist daher kein Warengeld mehr, muss auch nicht mehr dinglich besichert werden, weil es ja keinen Wert hat. Und eine Bank, die in Wirklichkeit einen Kredit verliert, hat keinen Verlust, denn das Geld ist ja im Kredit erst entstanden. Ja, an und für sich ist es ganz klar, aus mathematischen Gründen, dass ungefähr alle 70, 80 Jahre dieses System zusammenbrechen muss. Wir haben ein Zinseszinssystem und da die Banken das Geld immer nur für den Kredit, also das Kapital erzeugen, nie für die Zinsen, fehlt das Geld für die Zinsen einfach in der Geldmenge. Und daher ist einfach nur eine Frage der Zeitspanne, wann das ganze System zusammenbrechen muss. Wir haben ja auch bei der Idee, Geld mit einem Sachwert abzudecken, früher hat man gesagt Gold beispielsweise, in Wirklichkeit einen Zirkelschluss. Denn Gold selbst wird ja lustigerweise dann wieder in Geld bewertet. Und das sind logische Zirkelschlüsse, die in Wirklichkeit überhaupt nicht tauglich sind. Was wir für die Bevölkerung benötigen, ist Kaufkraft, das heißt Warenkörbe in Gütern und Dienstleistungen. Und die können wir, und das ist sofort umsetzbar im Internet mit Datenbanken, auch ohne Zwischentauschmittel Geld für das privatwirtschaftliche, mit Gewinnabsicht betriebene Unternehmen, das Monopol haben, locker umsetzen. Das geht schon. Geld soll den Austausch von Gütern und Waren und Dienstleistungen erleichtern. Und deshalb ist es ganz entscheidend, dass die Wertverhältnisse, so wie wir sie nachfragen, zwischen diesen Gütern auch entsprechend abgebildet werden. Werden nun Kredite, die aus dem Nichts geschöpft sind, in den realen Wirtschaftskreislauf eingespeist, dann bedeutet das, dass dieses Preissystem komplett durcheinander gerät. Nicht mehr die reale Nachfrage entsprechend ihrer Ersparnisse oder ihres Einkommens wirken dann auf die Preise, sondern etwas Zusätzliches. Und das ist dann das, was die Blasen bildet. Zweiter Akt, vierte Szene. Aktien und Derivate. Was ist eine Aktie?
Ich mache ein einfaches Beispiel. Du hast eine kleine Firma und möchtest diese vergrößern, mehr Maschinen, mehr Personal und mehr Ertrag. Also lässt du den Wert dieser Firma ermitteln, sagen wir 10.000 Euro, und gründest eine Aktiengesellschaft, Abkürzung AG. Stückelst diese AG in 100 Teilen zu je 100 Euro. Nun willst du aber der Hauptanteilseigner bleiben und behältst 51% dieser Aktien. Und den Rest verkaufst du an der Börse und erhältst 4.900 Euro. Die Leute, die Aktien von dir gekauft haben, sind Aktionäre und damit Anteilseigner und bekommen eine Gewinnbeteiligung, genannt Dividende, am Ende jedes Geschäftsjahres in Höhe eines vorbestimmten Prozentsatzes X. Steigt der Wert der Aktie, verdienen deine Aktionäre noch einmal. Einmal im Jahr gibt es eine Aktionärsversammlung, wo alle, die Aktien gekauft haben, zusammenkommen und von dir hören wollen, dass die Aktie natürlich schnell im Wert steigen wird. Ich denke, ich muss hier niemandem erklären, dass früher oder später Arbeitsplätze vernichtet werden, da so der Gewinn der Firma mit einfachen Tricks gesteigert werden kann. Ob das gerecht ist, muss jeder für sich entscheiden. Bedenke, was mit der Reichsbahn passiert ist, als diese teilprivatisiert und in eine Aktiengesellschaft überging. Früher haben die Leute ihre Uhren nach der Bahn gestellt. Ist das heute immer noch so? Was sind Derivate? Ein Derivat ist eine Schuldscheinwette, die mit verschiedenen Hebeln arbeitet. Ein Beispiel. Du kannst heutzutage eine Aktie XYZ kaufen und hoffen, dass der Wert dieser Aktie steigt. Oder du kaufst eine Schuldscheinwette, in der du mit den Herausgebern wettest, dass die Aktie XYZ im Wert sinken oder steigen wird. Sagen wir, sie soll um 3% sinken bei einem Hebel von 1 zu 10. Sinkt sie tatsächlich im Wert von 3%, hast du 30% gewonnen. 3 mal 10. Du kannst aber auch 30% verlieren, wenn der Wert der Aktie um 3% steigt. Oder noch besser. In China startet ein Schiff mit 1000 Tonnen Reis. Nun kannst du darauf wetten, dass der Preis der Ware um 5% sinkt. Hast du einen Hebel von 5 gewählt, hast du 25% gewonnen, sollte die Ware wirklich im Wert sinken. Du kannst auch darauf wetten, ob bei der Zollabfertigung alles reibungslos verläuft oder dein Schiff von Piraten gekentert wird. Und wenn du richtig Asche machen willst, kaufst du gleich die Ware von 10 dieser Schiffe? Machst eine Schuldscheinwette mit dem Hebel 1 zu 100, dass der Preis um mindestens 6% steigen wird, parkst diese Schiffe irgendwo im Indischen Ozean, schiebst alles auf den Monsunregen und wartest, bis der Preis gestiegen ist. Und das wird er, da ja nun 10.000 Tonnen Reis irgendwo in Europa fehlen. Angebot und Nachfrage. Nun erhältst du 600% Gewinn auf die Derivate und verkaufst einen Monat später 10.000 Tonnen Reis für 6% mehr. Dämmert's langsam? Zweiter Akt, fünfte Szene. Warum habe ich jetzt schon zweimal angedeutet, dass der Zins niemals bei der eigentlichen Schöpfung des Geldes, also mit Vergabe des Kredits, mitgeschöpft wird? Ganz einfach, um uns alle in die Schuldknechtschaft zu stecken. Denn nun müssen wir uns von genau derselben Stelle, also der Zentralbank, Geld leihen, um auch unsere Zinsen auf unsere Schulden zu begleichen. Jeder, der jetzt noch nicht zugedröhnt ist bis unter die Schädeldecke, wird sofort verstehen, dass das ein Paradoxon ist, ein Hamsterrad oder ein billiger Taschenspielertrick. Wir kennen alle diese tolle Grafik mit der exponentiellen Kurve, die am Anfang jeder Schuld leicht, aber mit zunehmender Zeit fast senkrecht gen Himmel steigt, da ja die Geldmenge wie bei einem Drogenjunkie ständig erhöht werden muss. Der Wert des Geldes wird am Ende dieser Kurve immer dahin zurückgehen, wo er herkam, nämlich bei dem Punkt Null. Geld ist Papier. Und Papier ist nur ein Versprechen, das in den letzten 3800 Jahren immer gebrochen wurde. Informiere dich bitte und gib die Suchbegriffe ein: das Geldsystem, Federal Reserve Bank, gib mir die Welt plus 5%, Dirk Müller, Franz Hörmann, Andreas Popp, Hans J. Bocker, Inflation, Deflation, Derivate oder Aktien.
Und vergiss nie, Staatsschulden werden immer mit Blut bezahlt, niemals mit Geld. Und warum das so ist, erkläre ich im dritten Akt.